Habt ihr alle schon fleißig mit mir trainiert? Und seid ihr auch bereit für ein neues Training? Gut, heute spielen wir Feuer, Wasser, Blitz. Wie soll das in der Wohnung gehen, fragt ihr euch? Es geht so. Ich mache euch eine Übung vor, die machen wir die ganze Zeit. Und dann ruft mein Kollege an der Kamera einen Begriff, zum Beispiel Feuer oder Wasser oder noch andere Begriffe. Und wir müssen ganz schnell reagieren, damit wir nicht die Letzten sind. Alles geschafft? Dann geht es wieder mit der nächsten Übung weiter, die ich euch zeige. Aber zuerst zeige ich euch, welche Begriffe vorkommen. Bei Feuer musst du ganz schnell zur Tür laufen. Geschafft? Bei Wasser musst du irgendwo hoch und die Füße hoch machen. Sofa, Stuhl, Teppich, irgendwas. Füße hoch machen oder irgendwo raufspringen. Bei Blitz musst du dich ganz schnell auf den Boden legen. Bei Stein musst du dich klein machen. Bei Eis musst du einfrieren, da wo du gerade bist. Bei Kaugummi musst du dich an etwas festkleben. Und bei Bratpfanne musst du einen Vierfüßlerstand machen und ein Bein als Pfannenstiel nach oben in die Luft strecken. Dann gibt es noch tote Kakerlake. Da legst du dich auf den Rücken und streckst alle Viere von dir. Gut, kannst losgehen. Seid ihr bereit? Die erste Übung ist ein Fersenlauf. Du läufst einfach auf deinen Fersen und versuchst nicht umzukippen. Und du kannst, auch wenn du ein paar Meter Platz hast, kannst du auch hin und her laufen oder einfach auf der Stelle Fersenlauf. Macht ihr alle mit? Ich warte schon ganz gespannt auf den ersten Begriff. Ihr auch? Stein. Und weiter geht's. Als nächstes kommt der Fußspitzenlauf. Du gehst auf die Fußspitzen und versuchst immer drauf zu bleiben und ein bisschen hin und her zu laufen oder auf der Stelle. Feuer! Habt ihr alle die Tür erreicht? Gut, jetzt kommt die Fußgelenksarbeit. Und zwar musst du die Füße abrollen. Immer von der Spitze, die wir gerade hatten, bis hinten hin zur Ferse. Wenn du das schon kannst, mach es ruhig ein bisschen schneller. Aber mach es ganz stark, ganz hoch und tief rollen. Und sich auch ein bisschen fortbewegen. Kaugummi. Habt ihr auch irgendwas zum Kleben gefunden? Gut, wir machen noch einmal weiter mit der Fußgelenksarbeit. Schön abrollen. Blitz. Alle geschafft? Weiter geht's. Die nächste Übung ist der Storchengang. Du machst lange, große Schritte, du nimmst dein Bein nach vorne, so als ob der Storch durch die nasse Wiese läuft. Eis! Der eingefrorene Storch. Und weiter geht's. Schöne große Schritte. Bratpfanne. Schön den Fuß nach oben bei der Bratpfanne. Super. Und weiter geht's. Die nächste Übung ist das Anfersen. Du nimmst die Fersen zu deinem Po hoch und das machst du im Laufen. Wenn du kannst, schnell. Genau, schön auf der Stelle. Das wird schon anstrengender, oder? Schön hoch, hinten treffen. Du kannst auch deine Hände hinmachen zur Kontrolle. Wasser. Füße hoch.
unten, war das Sofa in der Nähe oder ein Stuhl? Okay, dann geht es weiter. Die nächste Übung ist der Kniehebellauf. Kennt ihr vielleicht schon? Immer schön die Knie hoch. Schon, ne? Der Begriff. Seid ihr eingefroren? Weiter, wir machen noch einmal Kniehebellauf. Knie hoch. Blitz. Geschafft. Und weiter geht's. Die nächste Übung sind die Kängurusprünge. Du hüpfst geschlossenen Beinen einen großen Sprung. Naja, relativ groß. So groß, wie du Platz hast. Ups. Tote Kakerlake. Und weiter geht's. Wir hüpfen noch ein bisschen. Kängurusprünge. Seid ihr noch dabei? Stein. Wart ihr schneller als ich? Weiter geht's. Die nächste Übung ist ein seitliches Hin- und Her-Hüpfen. Du hüpfst von einer Seite zur anderen mit geschlossenen Beinen und ein bisschen schneller. Wart ihr auch alle bei der Tür? Gut, es geht weiter. Wir hüpfen noch ein bisschen seitwärts. Genau, versuch mitzumachen. Blitz! Da wart ihr bestimmt nicht schneller als ich, oder? Weiter geht's. Die nächste Übung sind so Wechselsprünge. Du wechselst deinen Fuß ab. Einer geht nach oben und wenn der runter geht, geht direkt der andere wieder nach oben. Abwechseln. Genau, ich bin sonst noch mal langsam. Auch eingefroren, gut, prima. Und die letzte Runde, noch einmal die Wechselsprünge. Ich zeig noch mal langsam, oder? Fuß geht hoch, runter abwechseln. Wenn der eine unten ist, springt der andere in die Luft. Muss ein bisschen üben, ne? Gut, das war die letzte Übung. Das war's für heute. Ich freue mich sehr auf unsere nächste Sportstunde. Bleibt gesund und fit!